So, herzlich willkommen. Eine neue Folge Sicherheitsphilosophen. Heute mal exklusiv und ausschließlich im Audioformat. Herzlich willkommen hier von, und das sollte ich vielleicht mal an dieser Stelle beschreiben, einer wunderbaren, traumhaften, im Sonnenschein gelegenen Kulisse, dem Berliner Olympiastadion, was sich hinter mir ja aufbäumt, auftürmt, in seinem wirklich sehr, sehr imposanten ja, Bauwerk, in seiner ganzen Pracht. Herzlich willkommen zu dem ersten Teil der Review der IBIT-Fachtagung, die heute und morgen, also am 19. und am 20. Oktober hier in Berlin, im Berliner Olympiastadion stattfindet. Die 7. Fachtagung im 8. Jahr. Ausgelassen letztes Jahr, natürlich Corona-bedingt und hier vielleicht auch so ein paar Rahmenbedingungen. Wir haben 250 Teilnehmer, die sich hier angemeldet haben, 36 Sprecher, Moderatoren, Diskutanten, 25 Panels und 6 Themen. Alles das kann natürlich nur stattfinden, weil in diesem Kontext die 3G-Regel angewendet und wird und greift auch als Erlaubnis durch die Behörden hier in Berlin. Hier tatsächlich muss man an dieser Stelle sagen 3G+, aufgrund des Umstandes und der Tatsache, dass alle die, die einen Nachweis bringen, hier auch nochmal getestet werden müssen. Das Motto der 7. Fachtagung, und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, die Rückschau heute schon mal auf die erste Hälfte des Tages vor der Mittagspause: Restart, Reorganization and Resilience, also Neubeginn, Neustarten, Neuorganisation und ja, Resilienz, Standfestigkeit. Begonnen hat die Tagung heute um 9.30 Uhr, eröffnet von Sabine Funk. Die einen oder anderen werden Sie kennen. Und sie warf gleich ein paar Fragen auf, ein paar Fragen natürlich im Kontext Corona, aber auch in Richtung der Fragen bezogen auf die Veranstaltungsbranche. Starten wir mal mit den Fragen zu dieser Fachtagung, zu dieser Veranstaltung, die ohne Zweifel tatsächlich auch wahrscheinlich viele Fragen sind, die sich auch viele Veranstalter, Restaurantbetreiber, Gastronomen vielleicht stellen. Kommen die Besucher? Ja, hier können wir sagen, sie kommen, 250 Teilnehmer. Können überhaupt die Kosten getragen werden? Viele sind ja in den letzten 18 Monaten davon abhängig gewesen. Von sozialen Leistungen sind vielleicht in Hartz IV, Überbrückungshilfen oder Ähnliches gekommen, wo natürlich jetzt nicht mit dem Beginn des, ja, normalerweise würde man sagen, Messeherbstes, Seminarherbstes, Tagungsherbstes, das Geld so auf der hohen Kante liegt, dass man vielleicht das Geld auch für so eine Veranstaltung ausgibt. Und vor allem, und diese Frage fand ich insofern ganz spannend, nämlich die Fragestellung, wie hat sich denn das Besucherklientel möglicherweise verändert? Weil ganz viele, so berichtete sie, sind tatsächlich möglicherweise wieder aus dieser Branche ausgeschieden. Und wer so ein bisschen mich in den sozialen Medien verfolgt, der wird festgestellt haben, dazu habe ich heute früher einen Beitrag auf Twitter gepostet, wo es genau darum ging, weil Großbritannien da momentan nicht nur mit den LKWs, sondern auch vor allem im Bereich der Türsteher-Szene ganz, ganz enorme und große Schwierigkeiten hat. Das war so dieser Fragenblock, glaube ich, den sich alle heute irgendwie stellen. Und der zweite Fragenblock ist, wie starten wir in die Post-Corona-Phase? Und diese Fragen lassen sich auch wiederum davon ableiten, nämlich von den Aspekten und von den Themen, die wir haben, aus dem ersten Frageblock. Und dort ganz wesentlich die Frage, naja, wer ist denn eigentlich noch da? Und diese Frage, glaube ich, müssen wir uns umso mehr und so deutlicher stellen, je näher wir praktisch den Öffnungsstrategien, den Öffnungen folgen. Über allen steht ja die Frage, hat sie so ein bisschen dargestellt und präsentiert, einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Und wenn ja, mit welchem Personal, mit welchen Partnern, mit welcher Kompetenz eigentlich?
und unter welcher Berücksichtigung der Nöte, der, ja, des veränderten gesellschaftlichen Miteinanders, den Veränderungen, die wir allesamt haben, politischen, gesetzlichen Veränderungen, die Gewöhnung vielleicht auch an, ja, zu Hause bleiben, Fernseh schauen, weniger soziale Kontakte. Und ganz wichtig, und das stellte sie auch nochmal sehr deutlich dar, ist die Frage, haben wir überhaupt die Routinen und was haben wir eigentlich an dieser Stelle gelernt oder verlernt vielmehr? Nämlich bezogen auf den Hinweis, den ich gerade eben schon mal gesagt hatte, was sie angedeutet hatte, unsere Kompetenz ist möglicherweise aus dem Security Management weggegangen, abgeleitet worden, weil eben die Jobs, die Funktionen, die Bezahlungen nicht da gewesen sind und dann möglicherweise viele sich gedacht haben, ich muss doch meine Familie ernähren, meinen Unterhalt bestreiten und suche mir da tatsächlich einen anderen Job. Das belegte sie auch tatsächlich mit dem ein oder anderen Hinweis darauf, dass sie in der Veranstaltungsvorbereitung natürlich dann auch ehemalige Besucher und Teilnehmer der Fachtagung angerufen oder ihr Team angerufen und besprochen hat. Und dort ganz oft eben genau dieser Hinweis kam, nee, wir sind gar nicht mehr in der Veranstaltungsbranche. Wir konnten dort nicht 18 Monate lang arbeiten, wir haben uns was anderes gesucht, wir sind raus. Diese Fragestellungen leiteten über zu der Keynote, gesprochen von Chris Kemp, der ursprünglicherweise einen Vortrag zu den Erfahrungen und den ersten Einschätzungen rund um das Thema Manchester-Attentat geben sollte, aufgrund von Reiserestriktionen hat er eine Keynote eingesprochen. Und auch hier stellt sich über allen die Frage, was können wir eigentlich aus den letzten anderthalb Jahren lernen? Vor allem im Kontext der Besonderheit, dass das eben nicht ein lokales Ereignis ist, sondern es betraf die ganze Welt und es forderte uns auf, tatsächlich vielleicht auch neu zu denken. Und es ging vielmehr um den Informationsaustausch und das nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch zwischen den einzelnen Branchen und länderübergreifend. Als Beispiel nannte er hier, dass der englische Fußball, die englische Fußballliga, sich eine Menge von der deutschen Fußballliga abgeschaut hat. Er ging weiter und stellte die Frage, warum testen, warum unterschiedlich unterwegs sein in vielen Teilen? Und kam bei der Antwort zu dem Ergebnis, dass er gesagt hat, ja, er hat dieses Jahr den Grand Prix betreut, 140.000 Besucher, nur 214 Corona-Fälle, das alles in einem sehr, sehr umfangreichen Konzept behandelt. Und dieses Konzept stand unter diesen drei Schlüsselaspekten, Kontext, Environment und die Besucherzusammensetzung. Er sagte nämlich, dass die wesentlichste Forderung oder Aufgabe der Veranstaltungsbranche jetzt für uns ist, dem Besucher ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Und dafür müssen wir unsere Besucher kennen, die Zusammensetzung kennen, die Erwartungen kennen, damit wir dann eben entsprechend darauf einwirken können. In den Prä-Corona-Jahren, also in den Jahren vor 2019, und das war so ein kleiner Vorwurf, den er da mitgab, sagte er, naja, die Veranstaltungsbranche schaute dort ausschließlich auf die zwei Faktoren Security und Safety. Und wir müssen wieder lernen oder noch besser und deutlicher lernen, dass wir die Nebenrisiken stärker betrachten müssen und auch das, was an Faktoren darauf einfließen kann. Wir haben beispielsweise bei Corona gesehen, dass es eben nicht nur um das Risiko geht, Gesundheit oder dass es ein Gesundheitsrisiko ist, sondern wir haben auch festgestellt, dass sich daraus abgeleitet ein Kriminalitätsrisiko, IT-Risiko und Terrorismusrisiko entsteht. Und wenn das etwas ist, was man als Positives aus der Corona-Zeit mitnehmen kann, dann sollten wir das auf alle Fälle mitnehmen, nämlich, dass wir uns auch bei den Veranstaltungsrisiken noch stärker und deutlicher mit Nebenrisiken beschäftigen müssen. Und hier zählte er Themen wie Vergewaltigung und elektrische Risiken auf.
zurückzukommen auf die Frage der Besucher und wie gut kennen wir eigentlich unsere Besucher, ging es an dieser Stelle nochmal um die Fragestellung oder um das Thema, dass er gesagt hatte, naja, wir müssen an dieser Stelle darauf schauen, dass wir den Risk Appetite unserer Besucher tatsächlich kennen. Also die Besucher und die Risikobereitschaft einzelner sozialer Gruppen uns deutlich besser anschauen und auch wieder in den Fragenkatalog reinkommen, braucht es Testungen oder braucht es vielleicht andere? Wenn eine Teilgruppe darauf besteht, wenn ich weiß, dass eine Teilgruppe damit tatsächlich ja, ein besseres Gefühl hat, dann sollte ich an dieser Stelle vielleicht auch Maßnahmen ergreifen, damit die Besucher wiederkommen bzw. die Besucher bleiben. Auf das, was ich kurz vorher zu meinem Post gesagt habe, ging er auch noch mal kurz ein, aber ein bisschen generischer. Er sagte, wenn 250.000 Personen die Veranstaltungsbranche verlassen haben, wie lange benötigen wir an dieser Stelle eigentlich die Kompetenz wieder aufzubauen und vor allem, und das wird wahrscheinlich die Stellschraube sein, was wird uns das kosten? Nach dem Abschluss dieser Keynote gab es eine Zusammenfassung von Sabine Funk, die auch nochmal darauf verwies, dass es gestern Abend eine Vorveranstaltung gab, in der Alltagsprobleme und Praxisprobleme besprochen wurde. Und sie sagte, auch dort kam wieder sehr, sehr deutlich heraus, dass die Fragestellung, um die es immer wieder geht und immer wieder tatsächlich eine wesentliche Rolle spielen, sind die Fragestellung nach Personal, Ressourcen, aber auch fehlende Routine und das alles natürlich nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland. Und sie führte das ein bisschen aus, wo das herkommen könnte, was die Ursachen dafür sind. Sie sagte, wenn ich 18 Monate volle Konzentration auf Hygienekonzepte und Hygienemaßnahmen habe und jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, wieder Veranstaltungen zu öffnen, Veranstaltungen durchzuführen und mir das Personal fehlt, dann fehlt mir nicht nur das Personal an sich als Ressource, sondern mir fehlt an dieser Stelle auch die Routine und die Kompetenz für Probleme, die wir früher schon mal vielleicht gelöst hatten bzw. Lösungsansätze hatten. Und sie führte das weiter aus, indem sie sagte, die Welt dreht sich ja aber weiter. Anschläge passieren. Wann ist die Zeit, dass wir uns damit beschäftigen? Hatten wir nicht die Zeit gehabt, uns damit zu beschäftigen? Hat sich denn nicht vielleicht jemand mit den Prozessen beschäftigt, die beendet wurden, zum Beispiel Love Parade im letzten Sommer eingestellt wurden nach 10 Jahren oder die jetzt erst gestartet sind, nämlich der Prozess, der Terrorprozess um Bataclan und die Anschläge am Stade de France in Paris. Haben wir da nicht vielleicht auch die Erfahrungen draus gezogen und haben wir vielleicht nicht 1,5 Jahre Corona vergeudet, wenn wir diesen Wissensschatz uns nicht angenommen haben? Und sie ging dann über, und das war tatsächlich der einzige Part bisher, wo wir tatsächlich sehr intensiv über Corona gesprochen haben, nämlich sie stellte weiterhin die Frage, wie soll denn der Restart, der Neustart beginnen unter zuvor genannten Problemen, aber auch mit ganz neuen Herausforderungen, nämlich wie können wir die Risikomündigkeit der Besucher ansprechen, und sie nannte hier zum Beispiel das Thema Maske tragen und Abstände, und sind wir eigentlich noch vorbereitet? In vielen Fällen sagte sie, ja, bis 2019 war ja das Thema Bedrohungslagen, Terroranschläge etc. Ganz, ganz wesentlich im Fokus gewesen und dann 1,5 Jahre ausschließlich Hygiene. Ihre These, wir werden in den Jahren 2021, 2022 sehen, dass in vielen Fällen, in denen wir 2019 noch Konzepte hatten, plötzlich langgelöste Probleme wieder auftreten. Als Beispiel nannte sie dazu das religiöse israelische Fest Anfang des Jahres, bei dem auch viele Personen verletzt wurden, wo man auf einem Metallboden, auf einer Metallrampe Öl im Rahmen einer religiösen Feierlichkeit verschüttete, Personen ausgerutscht sind, sich schwer verletzten und man wieder so allgemeine Aspekte hatte, nämlich, dass es
nicht nur ein, dass es nicht mehrere Feuer gab, sondern tatsächlich nur ein Feuer gab, an dem sich Personen massiv drängten und es dadurch zu Drucksituationen gekommen ist. Das war so ein bisschen die Einführung und danach begannen die einzelnen Panels. Ich habe mich entschieden für den Themenstrang Learning from Disasters und hier tatsächlich die Lehren aus der Love Parade von Duisburg 2010. Einleitend ist dazu vielleicht zu sagen, wir haben jetzt 11 Jahre nach der Love Parade und irgendwie, und das wird der ein oder andere von euch auch kennen, kommt dieses Thema immer wieder hoch. Als Marker, als traumatisierter Marker einer Branche mit der großen Zielstellung, na so wie in Duisburg darf es nie wieder passieren. Referent dieses Themenstrangs war Professor Dr. Jürgen Gerlach, der für die Staatsanwaltschaft im Gerichtsverfahren das Gutachten geschrieben hat, insgesamt 3800 Seiten. Er ist Professor im Lehr- und Forschungsgebiet Straßenverkehrsplanung und Technik und präsentierte uns in diesem Themenstrang die Ergebnisse von 4 Jahren Arbeit. Vortragsbeginn legt er nochmal einen Schwerpunkt darauf auf eine Rückschau, nämlich die Fragestellung, wo kommen wir eigentlich her und wie ist es dann passiert? Und er legte nochmal einen starken Fokus darauf, die Themen, warum denn die Love Parade überhaupt nach Duisburg gekommen ist. Bochum hatte ja zuvor abgelehnt, aufgrund der Thematik überfüllte Bahnhöfe. Und in Duisburg, und das vielleicht so als erster Lernfaktor, war auch ein sehr, sehr schwerer oder ein starker Schwerpunkt auf dem Bahnhof Duisburg gesetzt. Die Love Parade, von vornherein bekannt als eine dynamisch geplante Veranstaltung mit Personenfluss in ständiger Bewegung, mit Fahrzeugen, die auf einem eingezäunten Gelände im Kreis fuhren, das sogenannte Floating. Und das setzte voraus die Erkenntnis, dass wir von Beginn an eine sehr, sehr hohe Gefahrenlage hatten, die nicht abstrakt wäre, und die These oder die Aussage, die Veranstaltung hätte überhaupt gar nicht beginnen und stattfinden dürfen. Er zeigt uns ein kurzes Video aus einem Filmausschnitt, in dem ein Polizist zu Wort kam, der sagte, dieser Einsatz war geprägt gewesen von der Zielstellung, vor die Lage zu kommen. Und er beschrieb sehr deutlich, dass für jedes gelöste Problem ein neues Problem hinzukam, inklusive der Überforderung für die Polizeibeamten. Die Besonderheit hier und an dieser Stelle tatsächlich, wenn wir das mal vergleichen, die Veranstaltungsorte, wie bereits angesprochen, dann war Berlin offen im Tiergarten mit Entfluchtungsmöglichkeiten in die unterschiedlichen Richtungen und Duisburg eingegrenzt. Der Rampenkopf, nicht wie manchmal auch in den Medien beschrieben, der Tunnel als neuralgischer Punkt identifiziert, von der Rampe kommen, werden die Besucher von den Floats gestoppt. Etwas auch, was er sagt, das hätte man erkennen müssen, wenn ich einen Strom zuführe, einem langsameren Strom, dann werden die Personen gestoppt, dann kommt es zu Stausituationen mit aufgrund der anderen Geschwindigkeit. Und dann ging es eigentlich über und direkt über in ein Kommunikationsproblem bzw. auch ein Entscheidungsproblem, denn die erste Entscheidung war, wir stoppen den Zufluss von außen von zwei Seiten über den westlichen Eingang und über den östlichen Eingang, was man nicht davon oder daran gedacht hat, dass es natürlich dann an diesen engen Stellen auch wieder zu Rückstausituationen kommt und dass der Druck auf die Vorderen, die an der Vereinzelungsanlage stehen, sehr, sehr stark wird. Zusätzliche Herausforderung, das vielleicht mal als rechtliche Herausforderung nochmal erwähnt, ist, dass aufgrund des eingezäunten Bereichs nicht nur die klassischen Regeln der Veranstaltungssicherheit und der Veranstaltungsgesetzgebung eine Rolle spielten, sondern es kam auch noch das Baurecht ins Spiel. Wobei wir in diesem Schnittfeld bis heute keine eindeutigen Regelungen haben. In seinem Gutachten führte er 50 verschiedene Ursachen in Planungs-,
Genehmigungs-, Abnahme- und Durchführungsprozess in den Fehlern fest. Er sagte aber auch ganz klar, man muss differenzieren zwischen dem sogenannten Nebenstrang und einem Hauptstrang. Als Nebenstrang nannte er das Beispiel, dass keine Lautsprecherdurchsagen zur Verfügung standen. Das vorgesehene Fahrzeug der Polizei war defekt und traf erst am Veranstaltungsort ein, in dem Moment, wo praktisch das Kind bereits in den Brunnen gefallen war. Er sagte, es bezeichnet er als Nebenstrang, weil die Überlegung, könnte es einen zusätzlichen Einfluss haben und möglicherweise mitgewirkt haben, in vor allem der sehr konkreten Situation, dass ich zwei Ströme habe, die aufeinandertreffen und nicht voneinander getrennt werden können, beispielsweise durch eine Polizeikette, könnte eine Wirkung haben, aber nicht ausschlaggebend. Den Hauptstrang, sagt er, sind mehrere wesentliche Faktoren, die sich am Ende auf einen wesentlichen Punkt wieder zusammenführen lassen. Nämlich, diese Veranstaltung hätte an diesem Ort nicht stattfinden können und dürfen. Am Tag selber, sagt er, als Hauptstrang ein unkoordiniertes Miteinander, Aufeinandertreffen, der gegenläufige Abfluss gegen den Zufluss, war das Gelände überhaupt geeignet, vernetzte Ursachen, die hier eine Rolle spielen, und am Ende des Tages sämtliche Verantwortlichen, die in dieser Veranstaltung massiv überfordert waren, hätten in dieser Lagesituation erkennen sollen, was im Vorfeld nicht erkannt wurde, nämlich, dass diese Veranstaltung, dieses Veranstaltungsgelände, diese Veranstaltung an sich selber nie hätte stattfinden dürfen. Das wesentliche Ergebnis hätte sein müssen, die Veranstaltung hätte, selbst wenn die Planungsfehler, Genehmigungsfehler nicht rückgängig gemacht werden könnten, hätte abbrechen können müssen, die Veranstaltung hätte abgebrochen werden müssen, aber auch das sagte er, er hat mehrere Millionen Szenarien durchgespielt mit Veränderungen an den Stellschrauben und er sagt, am Ende mit viel Fantasie, alternativen Möglichkeiten, selbst bis hin in unrealistischen Bereich, wie zum Beispiel Autobahnsperrungen, Ableitungen, Abflüsse, kommt er immer, und zwar immer wieder, zu dem Ergebnis, dass die Veranstaltung vor Ort und die Nichterkennung von eigentlich zu wissenden Risiken aufgrund der Thematik, dass dieses Veranstaltungsgelände einfach nicht geeignet war, nicht hätte stattfinden dürfen. Das soll es an dieser Stelle auch tatsächlich erst einmal gewesen sein zu dem ersten Teil. Wir werden hier noch fortsetzen und die weiteren Themen und Ergebnisse besprechen. Liked für mehr Informationen, kommentiert ganz fleißig bitte an dieser Stelle und bleibt vor allem am Ball und sicher. Bis später, macht's gut, euer Florian. So, Teil 2 der Sicherheitsphilosophen und der IBIT-Fachtagung zum ersten Tag. Vorneweg, wenn ihr hier als erstes reinhört, weil es in eurer Playliste irgendwie oben angezeigt wird, dann pausiert bitte an dieser Stelle und schaut euch oder beziehungsweise hört euch, weil es ja exklusiv auf den Podcast-Kanälen bei uns, hört euch bitte zunächst erst einmal die erste Folge von heute Mittag an. Nach der Mittagspause sind wir auch tatsächlich gleich eingestiegen und zwar weiter in dem Themenfeld, in das Thema Lehren aus der Frage zu der Erkenntnissen aus dem Unglück der Love Parade in Duisburg. Und ich habe vorhin schon mal angedeutet, was ein relevantes und wichtiges Thema an dieser Stelle gewesen war, war das Thema der Bemessung der Durchgänge der Vereinzelungsanlagen und die Fragestellung, wie viele Menschen passen so durch einen Durchlauf bzw. können in einer Zeit X kontrolliert und abgearbeitet werden. Und der Gutachter Professor, Gerlach, Professor Gerlach, schaute sich an die Literaturrecherche und stellte fest, dass es in den deutschen Regelwerken und Handbüchern keine Hinweise gibt, wie
viele Personen eigentlich pro, ich sag mal, Kontrollstelle tatsächlich kontrolliert werden können. Es gibt aber einen Hinweis, nämlich in Großbritannien in einem Handbuch tatsächlich, und da wird davon gesprochen, dass die Durchlaufquote 660 Personen je Stunde, je Durchgang ist. Und vorneweg muss man sich natürlich fragen, nach der realistischen und auch praktischen Anwendung 660 Personen einfach so als Festwert definiert, stellt natürlich die Frage danach, eigentlich hängt das nicht vielleicht ein bisschen auch davon ab, wie und was kontrolliert werden soll? Und stellen wir uns jetzt einfach nur noch mal klassisch im Fußball vor, dass neben dem Ticket und dem Bodycheck auch jetzt der Impfpass und der Nachweis kontrolliert werden soll. Und alleine dadurch, dass ein weiterer Kontrollparameter hinzugekommen ist, werden höchstwahrscheinlich je Durchgang weniger als 660 Personen kontrolliert werden. In dem ganz, ganz konkreten Fall hat man angenommen und hat er angenommen und hat gesagt, naja, wir haben insgesamt 50.000 Besucher, die sich möglicherweise in einem sehr zyklischen Umlauf durch die Kontrollstellen bewegen. Wenn ich diese 50.000 Besucher nehme, geteilt durch 600 Personen je Stunde, je Durchgang, dann käme ich irgendwann auf das Ergebnis, dass ich eigentlich 76 Durchgänge benötige, um diesen Personendurchlauf zu haben. Geplant waren aber nach dem Konzept, und wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, eigentlich hätte es nicht genehmigt werden dürfen, 64 und in Betrieb waren 32 Durchgänge. Also vollkommen unterdimensioniert, wenn man einfach sagt, okay, uns interessiert an dieser Stelle nicht die realistische Frage nach den 660, sondern wir nehmen uns einfach eine anerkannte Regel zu diesem Zeitpunkt noch aus der Europäischen Union. Aber selbst wenn man das dann hochschrauben würde und sagen würde, okay, wir halbieren das, 330 Personen, die Zahlen wären immer, immer schlimmer. Aus recht praktischen Versuchen hat man dann festgestellt, dass man gesagt hat, naja, es gibt möglicherweise, je natürlich, wie gesagt, nach dem Parameter, nach dem Umfang der Kontrollen, kann man sagen, aus ganz praktischen Feldversuchen, naja, je Person 7 bis 30 Sekunden eine Kontrolle. Und das lässt natürlich ein sehr, sehr großes Spektrum offen, nämlich die Frage, dass ja dann nur 120 bis maximal 500 Personen je Stunde durchlaufen würden oder könnten. Und das würde bedeuten, dass es noch einmal drastisch, drastisch unterdimensionierter war. Ein grundsätzliches Problem mit dieser Personenanzahl gab es noch an einem anderen Punkt, nämlich grundsätzlich hätte man wohl erwartet, teilweise vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand, dass man 480.000 Personen über den Tag als Besucher empfangen möchte. Die Genehmigung war ausgestellt für 250.000 Personen. Die Love Parade ein rechter Umlauf auch gewesen. Die ersten kommen, die ersten gehen wieder. Aber die Veranstaltungsfläche alles in allem nur geeignet für im Nachhinein festgestellt 50.000 Personen. Ja, es gab auch eine Frage dann aus dem Publikum, sag mal, gibt es da nicht irgendeinen einzigen Punkt, der vielleicht auch fachlich vielleicht positiv zu bewerten ist? Und den gab es tatsächlich, die Hauptbahnhofssituation, die Teilung der Richtung, ankommende Züge in die Richtung, ganz klar getrennt vom Bahnhof, die unterschiedlichen Gleise bezogen auf die Fahrtrichtung, die Barriere dazwischen und die beiden Einlasspunkte Ost und West, also in der Stadt alles funktioniert, vermutlich auch daran gelegen, dass man in Bochum den Schwerpunkt bzw. die Ablehnung der Veranstaltung aufgrund der Situation am Hauptbahnhof hatte. Und wer so ein bisschen die Struktur sich vor Augen führt, dann wird für dieses Konzept am Hauptbahnhof definitiv oder sehr wahrscheinlich nicht der Veranstalter der Love Parade Duisburg verantwortlich gewesen sein, sondern da haben wir ganz andere Player aus einem sehr professionellen Sicherheitsbereich. Nach den Ausführungen von Professor Gerlach und der Fragerunde schloss ich an, nämlich
Die Analyse oder die erste Analyse, muss man dazu sagen, der Zeugenaussagen der Love Parade von Frau Dr. Anna Sieben mit dem Ziel und der Fragestellung, die Perspektive von Menschen in so einer Menschenmenge einzunehmen. Und hier stand im Vordergrund eine interdisziplinäre Forschungsfrage aus unterschiedlichen Teilbereichen oder steht immer noch, weil es nicht abgeschlossen ist. Was passiert eigentlich mit Einzelpersonen in der Menge, sowohl psychologisch als auch physikalisch? Ausgang für diese Analysen und die Durchführung dieser Analysen waren Zeugenaussagen. Und zwar muss man tatsächlich dazu sagen, die im Nachhinein keine standardisierten Fragebögen, sondern vielmehr die Protokolle, die einem zur Verfügung gestellt waren oder der Forschungsgruppe zur Verfügung gestellt waren, aus Zeugenaussagen von den unterschiedlichsten Ermittlern, Staatsanwälten oder vor Gericht. Man hatte dort vorgefiltert bei diesen Zeugenaussagen, und zwar nur Besucher im Bereich der unteren Rampe in der Uhrzeit zwischen 15 und 17 Uhr, also dem Zeitpunkt, wo tatsächlich dieses tragische Ereignis stattgefunden hat. Und man hat eine erste Zufallsauswahl gemacht, nämlich eine Auswahl von 100 Zeugenaussagen von insgesamt 900, die man dann möglicherweise auch langfristig analysieren möchte. Und man hat eine quantitative Inhaltsanalyse gemacht. Das heißt, man hat versucht, auch die Fragestellung entsprechend anzupassen beziehungsweise die Antworten auch zuzuordnen. Vier Themen stehen in dieser Forschungsfrage im Vordergrund. Und zwar, was passiert eigentlich in Körpern von Menschen, die sich in so einer Menschenmenge befinden? Welche Handlungen von Menschen in der Situation sind zu erkennen? Welche Emotionen und Stimmung? Und viertens, welche kollektiven Dynamiken sind festzustellen? Und die nachführenden Ausführungen zu den jeweiligen Themenschwerpunkten beziehen sich auf eine abfallende Häufigkeit. Also die Aspekte, die ich zuerst gleich nenne, die sind dann auch in dieser Forschungsfrage tatsächlich auch als erstes oder am häufigsten von den Zeugen angegeben worden. Beginnen wir mal mit der Fragestellung der rein physikalisch-medizinischen, vielleicht auch psychologischen Fragestellung, nämlich was passiert denn eigentlich in den Körper von Menschen, die sich in so einer Situation befinden? Und am häufigsten wurde hier tatsächlich genannt Probleme mit dem Atmen, konkretisiert tatsächlich Atemprobleme durch Druck und was neu ist, was neu auch für die Wissenschaft ist, Atemprobleme aufgrund von Stickigkeit. Das wird tatsächlich noch im weiteren Fortgang analysiert werden, ob das nicht vielleicht eher weniger damit zu tun hat, dass der Sauerstoffanteil zu gering war. Also wenn es richtig stickig ist, kennt ihr vielleicht Kellerräume oder sonstige Verschläge, dann kann man relativ schwer atmen. Wir hatten einen Feuerwehrmann, Rettungssanitäter im Publikum sitzen, der sagt, das kann eigentlich nicht sein, weil tatsächlich auch in der Atemluft, die ausgeatmet wird, ein relativ hoher Sauerstoffgehalt noch ist, das hätte tatsächlich in so einer kurzen Zeit dort unten nicht zu einer Sauerstoffknappheit führen dürfen. Weiterhin wird beschrieben Ohnmacht, also die eigene und die fremde Ohnmacht. Und daraus abgeleitet, dass Ohnmacht häufig zu Stürzen führt, vor allem wenn in den Wellenbewegungen dann Lücken entstehen und die Menschen da hineinfallen, aber auch so zu Boden fallen und dann tatsächlich leider, das werden wir später nochmal hören, sich auch wirklich in Teilen sehr schwer verletzen. Weitere Faktoren zu der Fragestellung, was passiert eigentlich im Körper, kann man kurz zusammenfassen. Das eine war noch Hitze, das Gefühl, keinen Bodenkontakt zu haben, also die sogenannte Wellenbewegung, die in solchen Menschenmengen, in Menschenmassen passieren können. Bei Beinen Schuhe verloren, Bewegungsunfähigkeit, Füße, Beine irgendwie eingequetscht, man wird von Fremden draufgetreten, Arme, keine Kontrolle über die eigenen Arme, Gliedmaßen und die dann auch beim Nachbarn teilweise im Gesicht zu spüren. Wie reagieren denn Menschen in solchen Situationen? Und dort war ganz spannend, die Gruppendynamik zu beobachten, nämlich
festzustellen, dass die Treppe und Mast, für diejenigen, die das noch nicht vor Augen haben, es gibt unzählige gute Dokumentationen dazu, aber vielleicht kennt der ein oder andere die Bilder, wie die Menschen über die Treppe oder diese kleine Treppe und den großen Mast geklettert sind. Als visueller Reiz, vor allem auch der Menge nachher zu haben, die Gruppendynamik in diese Richtung sich zu bewegen, auch wenn das vielleicht in dieser Situation kontraproduktiv ist, beziehungsweise dann im weiteren Verlauf zu Situationen führt, wo man über stehende Menschen klettern und laufen muss, um aus der Notlage herauszukommen. Eher weniger wurde aggressives Verhalten beschrieben, Schlagen, Schubsen, Drängeln. Und das sagte Frau Dr. Sieben auch, dass das eigentlich eine sehr, sehr spannende Fragestellung ist oder ein Ergebnis ist, weil die Forschung tatsächlich sehr viel über Drängeln, Schubsen in solchen Situationen spricht. Diejenigen, die klassisch im Sicherheitsdienst unterwegs sind, kennen vielleicht den sogenannten Flaschenhalsinfekt. Hier aber in dieser Auswertung tatsächlich doch eher nicht erkennbar und eigentlich auch nicht wirklich relevant. Dafür viel spannender die Fragestellung nach dem Hilfeverhalten, also wirklich andere Menschen hochheben, tragen, Wasser reichen, schützen, aber auch helfen wollen und nicht können. Was für den einen oder anderen, und da muss ich ehrlicherweise auch meine Person dazu rechnen, weil wir doch tatsächlich in den jeweiligen fachspezifischen Unterrichtungen immer wieder von Trieben, von Massenpanik und ähnlichen Situationen sprechen, wo wir dazu sagen, naja, der Mensch wird zum Egoist, aber dieses Material und auch andere Forschungen zeigen offensichtlich, dass altruistische Verhaltensweisen überwiegen. Also selbst in der schlimmsten Notlage möchte der Mensch den anderen helfen und wird nicht zum egoistischen Tier. Welche Stimmungen, welche Emotionen können wahrgenommen werden und für viele auch tatsächlich ein Trigger gewesen, nämlich die Hilferufe und Schreie von Menschen, die sich nicht aus dieser Situation hinaus oder heraus befreien können, dein inneres Gefühl von Panik, ohne tatsächlich eine klassische Panikreaktion zu zeigen, Todesangst oder Ängste im Allgemeinen, die auch hier ein recht interessantes Feld darlegen, denn sie sind sehr konkret und vor allem auch detaillierte Vorstellungen, wovor man eigentlich Angst hat. Eine Zeugin hat beschrieben, dass sie nicht mehr lebend aus dem Tunnel kommen könnte. Also das Gehirn hier offensichtlich tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen in der Laienpsychologie die Erwartung, des Gehirn schaltet aus und der Mensch reagiert nur noch bezogen auf seine Triebe. Nein, diese Gefühle sind sehr, sehr real, sehr detailliert, sehr konkret. Auch Angst halt sehr konkret, was dort kommen könnte und passieren könnte. Ja, so ein bisschen diese alltägliche Vorstellung von Panik und Massenpanik existierte auch nicht bei diesem Beispiel, nämlich, dass die Auseinandersetzung und die gegenseitige Unterstützung in so einer Situation, also die Wahrnehmung, dass andere Hilfe benötigen, die ist tatsächlich weniger, dass das irrational oder egoistisches Verhalten dann auftritt. In Teilen, aber das vermutlich auch in einem Kontext, dass das nicht alle wirklich wahrgenommen haben, wie dramatisch die Situation ist, wurde auch Partystimmung beschrieben. Welche kollektiven Dynamiken konnten festgestellt werden in der vierten Fragestellung oder Auswertung? Ja, eigentlich letztendlich die Wellenbewegung, das Gefühl der eigenen Hilflosigkeit, über andere laufen zu müssen. Menschen fallen übereinander, sie stolpern, es bilden sich plötzlich Lücken und da fallen Menschen hinein. Eine Zeugin hatte beschrieben, es müssen an einer Stelle mindestens 35 Menschen übereinander gelegen haben. Ja, auch wenn das eine allererste Auswertung an dieser Stelle war, sie zeigen doch dann ganz konkrete Punkte schon mal auf, die vielleicht auch sich wiederfinden sollten in Konzepten und Ideen, aber dazu vielleicht am Ende zur Abschlussdiskussion des ersten Tages. Vorneweg habe ich dann gewechselt in ein anderes Panel, nämlich in ein Panel, das sich mit
der Fragestellung Umgang mit Bedrohungslagen und warum tun wir uns bei diesem Thema so schwer beschäftigen. Und ich muss mal vorneweg geben, das wird nicht nur tatsächlich hier eine klassische Darstellung. Ich muss hier auch meine Meinung ein bisschen mehr einfließen lassen, weil ich glaube, dass die Fragestellung in Teilen auch von den Teilnehmenden zwischen Utopie und Realismus weit auseinander schweben. Aber starten wir an mit dieser Diskussionsrunde. Und hier wurde tatsächlich zu Anfang eine ganz, ganz spannende Frage gestellt, die sich auch wieder so ein bisschen eingliedert in den ersten Teil und in den Auftakt von Sabine Funk. Nämlich die Fragestellung, naja, führen denn mehr Bedrohungsszenarien? Und diese haben sich ja verändert, sie haben zugenommen, sie sind komplexer gefunden, eigentlich zur Handlungsunfähigkeit. Und einer der Diskutanten sagte, ja, wir haben hier tatsächlich 40 bis 50 Szenarien, die wir trainieren, umsetzen müssen. Und er würde sich halt wünschen, dass die Anweisungen vielleicht weniger vom Szenario kämen, mehr von der Zielstellung. Also nicht nur zu sagen, okay, wir bauen ein ganzes Szenario zu Feuer, wir bauen ein ganzes Szenario zu Überschwemmung, wir bauen ein ganzes Szenario zu Stromausfall. Am Ende führt das doch eigentlich zu der Fragestellung, was mache ich denn mit den Leuten, die drin sind? Nämlich, ich muss sie räumen, evakuieren. Klammer auf, auch das eine Anmerkung für ihn. Warum muss ich denn überhaupt für operative Anweisungen so eine konkrete Unterscheidung machen für das Sicherheitspersonal? Ist das nicht für die im Ergebnis das Gleiche? Klammer zu. Und am Ende des Tages muss ich die Leute rauskriegen. Und das ist doch an dieser Stelle erstmal völlig unerheblich, aus welcher Richtung die Gefahr, die Bedrohung kommt. Aus dieser Diskussion heraus kam relativ schnell dann die Fragestellung, naja, wer trägt denn eigentlich die Verantwortung? Und diese Fragestellung haben wir leider an dieser Stelle nicht zu Ende diskutiert oder diskutieren können, weil wir sehr schnell dorthin gegangen sind, dass wir stärker in den Punkt reingegangen sind, ja, auch Besucher müssen geschult werden und wir dann sehr, sehr lange darüber gesprochen haben, wie können wir Besucher in das Sicherheitskonzept mit einbringen. Dafür gab es für und es gab wieder die Fürsprecher für die Thematik, Besucher müssen geschult werden, sagten, naja, als Besucher darf ich eben nicht über die Mentalität verfügen, ich gehe mit einer Vollkaskoversicherung zu einer Veranstaltung und mir darf nichts passieren. Ich muss grundlegende Aspekte, es wurden Themen diskutiert, wie das hinten auf der Eintrittskarte tatsächlich auch ja, Hinweise sind. Ich tue mir tatsächlich damit etwas schwer, weil ich mir denke, überall wird auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen, auf Taschengröße und Ähnliches. Und wenn ich dann noch an meine operative Zeit denke, die Diskussionen, die wir dort jeweils und regelmäßig hatten, dass der Besucher sei, aber ich wusste doch gar nicht, dass das nur eine A4-Tasche sein darf, dass ich keine Glasflaschen mit reinnehmen kann, habe ich so meine Schwierigkeiten, hier tatsächlich zu sagen, dass wir den Besucher schulen können. Die Gegensprecher, also die Kontraposition eingenommen haben, die sagten tatsächlich einen ganz, ganz spannenden Punkt, den man wahrscheinlich nochmal deutlich intensiver rechtlich bewerten muss, nämlich das Argument, wenn ich Verhaltenstraining anbiete, und da sind unterschiedliche Aspekte genannt worden, auch im Einzelhandel und seitens der Polizei und warum sich die Polizei für privatwirtschaftliche Unternehmen so schwer tun, führt das zu einer gewissen Haftung und deshalb tut sich halt die Polizei so schwer und deshalb sollten wir sehr, sehr wohl überlegen, wie weit wir dieses Verhaltenstraining tatsächlich für Sicherheitskräfte entwickeln, nicht für Besucher, Entschuldigung, für Besucher entwickeln müssen. Ja, die ein bisschen so in eine Diskussion sind wir dann eingestiegen, aber nicht sehr umfangreich. Die Bevölkerung muss Handlungsanweisungen können, um zu handeln. Wir sind teilweise ganz weit in die Geschichte hineingegangen, zurückgegangen in Zeiten des Kalten Krieges, wo doch den Schülern bzw. der Bevölkerung im Fernsehen erzählt wurde, was tun sie beim Atombombenangriff.
Nepperschlepper, Bauernfänger als Beispiel dafür, wie verhalte ich mich gegen Kriminelle oder wie würden Kriminelle vorgehen. Und derjenige, der das Argument angebracht hat, der sagte, ja, das ist in der Wirksamkeit bewiesen. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, der tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise aufgeworfen hat, war die Fragestellung, die vielleicht im ersten Zusammenhang damit nichts zu tun hat, aber ich finde sie dennoch interessant und spannend, nämlich es wurde gefragt, wie viel investiert man denn eigentlich beim Neukauf eines Autos in die Sicherheit? Die Schutzmechanismen, die existieren, die ich kaufe, sind die tatsächlich für mich? Ist die Haftpflichtversicherung tatsächlich gedacht für mich als Autofahrer oder nicht primär auch gedacht damit, dass der andere an seinen Schadensersatz kommt, an sein Geld oder an sein Schmerzensgeld? Und das ist nochmal wiederum leider sehr ausgeführt worden an dieser Stelle mit Beispielen aus dem Straßenverkehr, wo dann mutmaßlich nach dem dritten Verkehrsunfall Ampeln, Straßenzüge umgebaut werden müssen und das relativ schnell. Das Beispiel kann meines Erachtens nicht aus Berlin kommen, wenn ich hier denke und sehe, was sich hier in der Stadt tatsächlich verändert hat. Ja, es drehte sich auch ganz viel um dieses Thema Flüchten, Verstecken, Melden. Ein Prinzip, das ich tatsächlich aus dem Erfahrungen, Amokläufen und Terroranschlägen tatsächlich ja durchgesetzt hat, beziehungsweise nein, man muss es eigentlich anders sagen, jetzt in Deutschland umsetzt, während, das habe ich vor anderthalb Jahren, glaube ich, gelesen, während die Briten, von denen mutmaßlich, ich meine, dieses Modell entwickelt wurde, inzwischen davon zurückgehen, weil sie sagen, Anschläge, bestehende Anschläge, stattgefundene Anschläge haben tatsächlich geführt und hier sehr deutlich der Anschlag, glaube ich, auf der London Bridge, also jedenfalls Anschlag auf einer Brücke in London, hat dazu geführt, dass die Leute so gut trainiert waren, dass sie sich so extrem gut versteckt haben, dass sie vor allem diejenigen, die schwer verletzt waren, durch den Anschlag sich nicht mehr melden konnten, nicht mehr gefunden werden konnte von den Rettungskräften und dort ja tatsächlich verstarben. Und jetzt guck das nochmal nach, in der nächsten Podcast-Folge können wir das gerne nochmal aufbereiten. Aber ich bin sehr sicher, dass die Metropolitan Police von diesem Konzept jetzt Abstand genommen hat. Ich habe auch eine Frage gestellt, weil mir das alles irgendwie, ja, ich weiß es nicht, es war alles, was ich eingangs schon mal gesagt habe, zwischen Eigendarstellung und Fremdwahrnehmung. Also auch diese Fragestellung, wir haben darüber gesprochen, naja, Frontline und Terrorismus und Ansbach kam zur Sprache, dass die Sicherheitskräfte ja für solche Szenarien trainiert werden. Gleichzeitig wurde aber auch darüber gesprochen, dass wir sehr, sehr viele oder eigentlich überwiegend alle Menschen, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, oder alle wäre jetzt populistisch, polemisch, aber viele, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, das gar nicht als Hauptjob haben, sondern Studenten, Verkäufer, Arbeitslose, Mütter, Väter oder ähnliches sind, die sich auf 450-Euro-Basis was dazu verdienen wollen. Und in diesem Spannungsfeld herein habe ich halt wirklich ein erhebliches Problem in der Eigenwahrnehmung, mal auch von der Frage zu stellen, ist das überhaupt die Aufgabe des privaten Sicherheitsgewerbes, Terroristen von einer Veranstaltung fernzuhalten und sei es auch nur durch Taschenkontrollen und Bodychecks. Ich sage nein, ja, wir haben ein Problem, wenn ich mir angucke, einen Post-Corona-Veranstaltungstag, einen Freitagabend, einen Samstag, da kann eben nicht die Polizei überall stehen. Frage, ob die Polizei tatsächlich die Auswirkungen wirklich auch deutlich reduzieren könnte. Aber Terrorabwehr ist Gefahrenabwehr. Und in diesem Zusammenhang, auch in diesem Kontext von wir müssen die Leute abholen, habe ich mal wieder meine Standardfrage gestellt, nämlich ob man nicht viel mehr vielleicht zu Anfang über das Risiko sprechen sollte, über das Restrisiko. Suggerieren wir Besuchern, der Bevölkerung im Allgemeinen, auch politisch gesehen, nicht zu stark, ihr seid sicher.
ob ihr nun am Breitscheidplatz unterwegs seid, was übrigens auch kurz ein Thema gewesen war, Lkw sperren, das musste gemacht werden. Mein Argument, nee, musste nicht gemacht werden, weil dieses suggeriert, wir haben jetzt für Sicherheit gesorgt, und hätte ein Jahr später auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz jemand sein Küchenmesser zu Hause eingepackt und wäre über den Markt gelaufen, ich glaube, wir hätten viel, viel, viel mehr kaputt gemacht. Also müssen wir nicht weniger Sicherheit suggerieren und weniger die Leute sagen, wie verhalten sie sich, als denen zu sagen, Leute, es gibt ein Restrisiko. Leute, es gibt eine latente Bedrohung, die nicht durch private Sicherheitskräfte verhindert werden kann, erst recht nicht durch private Sicherheitskräfte mit Minimalqualifikation und im Nebenjob, die in prekären Verhältnissen im Niedriglohnsektor arbeiten. Leider ist man auf diese Frage oder in der Antwort bei mir im Rahmen dieser Podiumsdiskussion nicht eingegangen. Ja, ich muss irgendwie sagen, ich war auch ein bisschen froh, als dann diese Runde vorbei war. Sie war tatsächlich recht unangenehm, fand ich, und wenig zielführend. Wir sind dann in der Abschlussdiskussion gegangen und tatsächlich der letzte Part dieser Fachtagung mit der Fragestellung, naja, Vergangenheit und Zukunft, was machen wir eigentlich jetzt mit den Erkenntnissen und was machen wir mit dem Wissen? Wer das so ein bisschen jetzt noch dahinter steckt, naja, das, was wir immer machen, der hat sich dann im Rahmen dieser Diskussion so ein bisschen leiten lassen können, weil eigentlich steckt dahinter die Fragestellung, naja, die Wissenschaft rückt immer stärker ran an die Veranstaltungsbranche, hat immer mehr Erkenntnisse, wirft neue Erkenntnisse auf. Selbst im Jahr 2021 haben wir noch Bilder und Annahmen. Ich denke hier noch an diese Paniksituation, an diese Menschenmenge, die Auswertung von Frau Dr. Sien, die erst heute von der Forschung widerlegt werden können. Und die Frage ist an dieser Stelle, ja, wie gehen wir denn als Branche damit um? Und Sabine sagte dann dazu, naja, die Branche prägt sich aus vielen Menschen, die ein hohes Sendungsbewusstsein haben. Sie meint, ja, jahrelange Erfahrung und der Meinung, es ist alles richtig und es passiert alles richtig. Und was können wir damit tun, wenn wir eben auf Menschen treffen, die nicht auf den aktuellen Stand der Wissenschaft hören wollen? Und die Antworten, die darauf kamen, lassen sich im Wesentlichen auf zwei Aspekte zusammenführen, die eigentlich so simpel sind wie auch zielführend. Nämlich der erste Aspekt ist die Aussage zuhören und Praxis und Wissenschaft näher zusammenbringen, gemeinsame Konzepte erobern. Beide müssen aus ihrem Elfenbeinturm herunterkommen. Die Mentalität muss abgeschafft werden und die Potenziale, die noch existieren, die müssen tatsächlich beiderseitig abgebaut werden. Aber auch die Wissenschaft muss den Transfer in eine gemeinsame Sprache finden, Praxis näher sprechen, vor allem wenn sie praktische Themen bearbeiten will und das auch in Regelwerke einfließen lassen, wobei die Regelwerke tatsächlich ein sehr streitbarer Punkt noch gewesen sind, nämlich sind Regelwerke die Möglichkeit, das Wissen in die Praxis zu erbringen? Und ich fand den ersten Kommentar, die erste Antwort dazu wirklich spannend, nämlich die Aussage, Moment mal, wir haben heute schon Regelungen, die seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten schon existieren, die aber nicht schon heute noch nicht eingehalten werden. Was brauchen wir da neue oder die Herausforderung, um es positiv zu formulieren, die Herausforderung, noch mehr Regelwerke zu generieren, die nicht eingehalten werden, ist schwierig, dort die Leute auch abzuholen. Aus der Wissenschaft kam dann tatsächlich dieser interessante Punkt, nämlich, dass die Selbstkritik auch innerhalb der Veranstaltungsbranche wichtig ist, aber man darf nicht vergessen, dass die Veranstaltungssicherheit eine sehr junge Branche ist. Und wenn man sich allein anschaut, was seit der Love Parade, also seit den letzten 11 Jahren passiert ist, dann muss man auch ein positives Bild malen. Und dieses positive Bild heißt auch, es passiert eine ganze Menge und man darf nicht erwarten, hier tatsächlich die großen und schnellen Erfolge abzubilden.
Wir sind dann noch ein bisschen abgedriftet, nämlich in die Fragestellung, wie hoch ist denn eigentlich die Bereitschaft, sich selbst weiterzubilden? Die Antwort pendelte irgendwie zwischen, naja, welches Eigeninteresse hat denn der jeweilige Verantwortliche, wie viel Zeit hat er denn dazu zur Verfügung, und dann abschließend die Frage, naja, wie viel kostet es ihn? Und ein Beispiel, nämlich der Christopher Street Day, der hauptsächlich von Ehrenamtlichen organisiert wird, ist tatsächlich, war ein Beispiel dafür, dass das tatsächlich diese Parameter, vor allem Zeit und Geld, hier eine Rolle spielen, wenn die Tätigkeit ehrenamtlich sind. Tatsächlich möchte ich abschließen mal mit einem kleinen Denkanstoß, was sich ja unser Podcast hier auch auf die Fahnen geschrieben hat. Und das passt nicht nur zur Veranstaltungsbranche, sondern das passt wirklich zu allen anderen Bereichen auch. Nämlich die Fragestellung, dein Konzept, funktioniert es, weil du Glück hattest, oder funktioniert es, weil es richtig ist? In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Freut euch auf den zweiten Teil, nämlich die Zusammenfassung für den morgigen Tag. Teilt diesen Podcast, diese Plattform mit allen anderen, die es interessieren könnte. Schönen Abend und bis morgen. So, herzlich willkommen. Neue Folge der Sicherheitsphilosophen. Ja, eigentlich Anschlussfolge, muss man an dieser Stelle sagen. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der IBIT-Fachtagung 2021. Und herzlich willkommen auch zu dieser Review. Jetzt heute Abend der Abschluss gewesen und wir schauen tatsächlich ganz gerne nochmal auf den Tag zurück, was der zweite Tag, der 20. Oktober, gebracht hat. Ja, wir starteten mit oder nach der Begrüßung in den zweiten Tag, und zwar stand dieser ganze zweite Tag so ein wenig unter dem Motto: wir müssen sofort ran Themen. War gestern so ein bisschen gewesen und in den Themensträngen und den Panels, auch in denen ich unterwegs gewesen bin, wo uns darum ging, ja, Lessons learned, was ist passiert, was können wir eigentlich so rausnehmen, waren das heute die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, wo wir nicht darauf warten können, wieder zur Routine zurückzukommen, weil sie uns A, entweder dauerhaft beschäftigt haben, auch in der Corona-Pandemie, oder eben auch angehalten haben und jetzt sofort behandelt werden müssen. Wir haben gestartet mit einer Plenumsdiskussion und der großen Fragestellung, was ist denn eigentlich Sicherheit? Und haben dieses Sicherheitsthema, diese Frage nach Sicherheit, tatsächlich an recht konkreten Beispielen festgemacht. Vorneweg kam nochmal, und das ist auch wieder ganz interessant, dass wir eigentlich nicht immer weit voneinander entfernt sind, egal um welche Branchen es sich handelt und egal um, ja, welche Themen es sich eigentlich handelt, weil am Ende des Tages geht es um das immer gleiche Spannungsfeld, nämlich um das Spannungsfeld Wirtschaftlichkeit, Schutzziel, Lebensrisiko und Verkehrssicherung. Nicht alles können wir per se und sofort darauf münzen, dass das vielleicht auch für die private Sicherheitswirtschaft gilt, aber auf alle Fälle Wirtschaftlichkeit, Schutzziel und Lebensrisiko. Wir haben diese Frage erörtert an eigentlich drei Teilaspekte, die irgendwie offensichtlich in der Veranstaltungsbranche immer wieder relevant werden, und gestartet haben wir mit der Fragestellung nach dem Blitzschutz, und hier haben wir auch wieder festgestellt, ja, irgendwie gibt es dafür keine Regelungen, beziehungsweise, naja, irgendwie schon, weil es irgendwie doch Anforderungen gibt, die dann wiederum sehr konkret unkonkret bleiben, muss man tatsächlich sagen. Naja, es müssen Maßnahmen ergriffen werden. Was heißt Maßnahmen eigentlich ergreifen? Und hier lernen wir eigentlich sehr schön daraus, nämlich, dass wir hier ein ganz klassisches Problem haben, ich glaube, vor dem wir auch immer wieder auch in anderen Themenfeldern stehen, nämlich die Frage, okay, ich habe eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber sollte diese Wahrscheinlichkeit und in diesem Fall der Blitzeinschlag eintreten, dann habe ich einen sehr, sehr hohen Schaden.
Ja, was bleibt uns da anderes übrig? Von der Lebenssituation würde man her sagen, naja, wir schauen uns das spezifische örtliche Risiko an. Aber letztendlich auch dort kann es nicht ausgeschlossen werden. Und wir haben einen kleinen Exkurs gemacht an dieser Stelle, nämlich in die Frage ins Recht, können uns Juristen helfen? Und dort war zumindest vom Plenum her relativ schnell sehr eindeutig. Juristen wissen es auch nur im Nachhinein, dann aber deutlich besser. Und selbst jede praktische Problemlösung führt aber zu einem weiteren Problem. Ganz spannend fand ich, das hat einer der Referenten oder der Diskutanten dort angesprochen, der sagte, naja, wir müssen uns auch, glaube ich, hinbewegen zu einer ganz neuen Risikobetrachtung, denn nicht die Sicherheit ist nicht nur das ultimative und das einzige Ziel, was wir in der Veranstaltungssicherheit haben, sondern wir müssen auch weiter dorthin gehen, zu fragen eigentlich, und das kennen wir aus anderen Teilbereichen, des Business Continuity Management. Was passiert denn eigentlich, wenn nachts ein Blitz einschlägt? Alle würden sich freuen und jubeln, keine Besucher verletzt, alles gut gegangen. Ja, aber was passiert denn eigentlich, wenn beispielsweise das Ticketing-System ausfällt und am nächsten Tag 50.000 Besucher vor verschlossenen Türen, Schranken, was auch immer stehen? Also, Sicherheit aus einem ganz, ganz kleinen Feld, und das hatten wir ja letztendlich auch schon gehabt gestern, Thema, hat immer auch eine Wirkung und wir müssen, glaube ich, globaler denken. Ja, Wirtschaftlichkeit, Budgetfrage, auch hier immer wieder das Thema, und jetzt weg von zu kommen von denjenigen, die es bezahlen könnten, aber nicht bezahlen wollen, hin zu denjenigen, die es ja nicht bezahlen können. Also all das, was in einem sehr, sehr kleinen, wenn überhaupt vorhandenen Budget, wenn nicht mit der Zielstellung, das Fest, das Dorffest beispielsweise, das Feuerwehrfest, muss sich vielleicht selbst tragen durch verkaufte Speisen und Getränke. Und dort kommen wir dann sehr schnell an dieser Risikomatrix an ein Problem, nämlich dass das Argument, wir hatten kein Budget für ein geringes Risiko, höchstwahrscheinlich vor Gericht nicht zählt. Ja, wie sollen wir damit umgehen? Große Frage. Auch hier Uneinigkeit, weil man eigentlich irgendwie zu dem Entschluss kommt, naja, so eine Einvernehmlichkeitsregel steht möglicherweise einer technischen Regel entgegen. Wir sind uns alle in so einer Erstellung des Sicherheitskonzeptes sehr, sehr einig, aber eine technische Regel betrachtet das anders, auch wenn wir, ich sag mal, fachlich richtig gearbeitet haben, weil wir ein Sicherheitskonzept erstellt haben, etc. Und eigentlich, was passiert, wenn wir uns für eine Mehrheitenentscheidung, also letztendlich eine Abstimmung entscheiden, was passiert eigentlich dort vor allem mit Minderheiten an dieser Stelle und vor allem, wer darf denn an dieser Entscheidung dann oder Abstimmung dann teilnehmen, wer ist denn die relevante Person? Und wird, wenn dann zum Beispiel in der Abstimmung irgendwie, selbst wenn es 100-1 ausgeht für eine Maßnahme oder gegen eine Maßnahme zum Tragen des Risiko, wird denn nicht nachher der Richter sagen, Moment mal, mich interessiert überhaupt gar nicht, dass 100 dafür gestimmt haben. Ihr hättet doch wissen müssen, dass da ja eine Person dagegen gestimmt habt und ihr hattet doch das Wissen, dass das schiefgehen wird oder anders gemacht werden müsste in euren eigenen Reihen. In dem zweiten Fallbeispiel haben wir über Kabel, über Verkehrswege gesprochen. Auch hier wieder dieses Thema, zum Glück wenige Unfälle, aber wenn, dann starke Verletzungen. Einer der Referenten hat tatsächlich aus dem persönlichen Umfeld davon gesprochen und ist auch bei den, ich sag mal, üblichen Standardmaßnahmen, zweimal hat er beschrieben, verurteilt worden vor Gericht, weil wir haben ein Problem. Neben den nicht existenten Regelungen in der Veranstaltungssicherheit haben wir ein ja überwiegendes, überragendes Gesetz, nämlich die Straßenverkehrsordnung, in der
letztendlich sehr zusammengefasst, Gummiparagraph-mäßig drin steht, ich muss mich so verhalten, dass ich andere nicht verletze. Und das ist ja letztendlich eigentlich per se schon die Definition von Fahrlässigkeit, beziehungsweise die Aufforderung, mich in diesem Kontext Straßenverkehr zu 100% abzusichern. Aber selbst wenn ich an jede Kabelbrücke, auch auf dem Radweg oder bei Fußgängern, irgendwie ja, einen Ordner hinstelle, da sind wir wieder in diesem Spannungsfeld Verhältnismäßigkeit gegen Lebensrisiko. Ich meine, wenn ich über die Straße laufe, kann ich auch über einen Bordstein stolpern, kann ich am Ende des Tages auch niemanden verklagen. Und alle weiteren Lösungen, zum Beispiel die von den Kabeln über die Defender, über diese Kabelbrücken hoch in die Luft, ja, da kommen dann schon wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Lösung führt zu weiteren Problemen. Da muss ich Standfestigkeit garantieren, gegebenenfalls auch nachweisen, wenn ich die Kabel oberirdisch verspanne, also über den Fußgängern, und habe ich da nicht vielleicht tatsächlich ein deutlich, deutlich höheres Risiko, nämlich in dem Punkt, dass die Auswirkungen viel, viel schlimmer sind, wenn so eine Kabelbrücke umfällt. Drittes und letztes Thema hier gewesen, nämlich die Frage nach den Festzelten und Rampen. Am Beispiel fliegende Bauten, also die Zuwägung in das Festzelt zum Beispiel. Und ja, es gibt Regelungen über Neigungswinkel, aber zum Beispiel keine Regeln in der Veranstaltungsbereich zur Bodenbeschaffenheit, also Rutschfestigkeit etc. Das lässt sich gegebenenfalls über die Arbeitssicherheit wieder herleiten, aber auch hier wieder genau dieses Problem. Es gibt keine eindeutige Regelung und vor allem, naja, selbst wenn es eine Regelung für Rampen gäbe, wie weit reicht denn dieses Problem? Also wenn ich die Rampe sicher mache und nehmen wir mal an, Metallrampe, ich habe es gestern bei diesem israelischen Fest angesprochen, ja, dann ist die sicher, aber danach, die Leute kommen mit ihren Schuhen auf nassen Dielböden, auf nassen Dielböden im Festzelt, können die da nicht eigentlich auch ausrutschen? Muss ich dann also nicht eigentlich auch den gesamten Festzeltboden rutschsicher machen? Und wenn ich das gemacht habe, wo fängt denn eigentlich an, der Bereich, ab dem ich eigentlich auch die Zuwägung zur Rampe sicher machen soll? Also ganz, ganz viele Probleme, ganz viele Themen, die einfach galaktisch sind. Und daraus bildet sich eigentlich ein ergänzendes Spannungsfeld, nämlich das Spannungsfeld aus Stand der Technik, Eigenverantwortung des Besuchers, Verhältnismäßigkeit und Schutzzieldefinition. Und die Frage, was ist eigentlich eine sichere Veranstaltung, die kann so nicht beantwortet werden, weil aus zwei Gründen, auch das Argument ist ja bereits gestern gekommen, nämlich ist das eigentlich nicht nur Zufall, dass nichts passiert oder bisher nichts passiert ist bei so einer Veranstaltung. Gleichzeitig habe ich aber Planabweichungen, die das Sicherheitsniveau nicht beeinträchtigen, wo ich sage, okay, mache ich mir mal als Notiz im Hinterkopf und werde dann vielleicht das für die nächste Veranstaltung berücksichtigen müssen. Und ich habe vielleicht aber auch Ereignisse, die für den Einzelnen schlimm sind und von einer gewissen Tragweite, die aber auch wiederum nicht für die Veranstaltung in der Komplexität relevant sind. Wir sind dann übergegangen in eine zweite Podiumsdiskussion, nämlich in die aktuelle Entwicklung. Und Sabine hat das beschrieben so ein bisschen als Buchclub. Also auch hier hatten wir drei Vertreter auf der Bühne gehabt, die praktisch über ihre Normen und Regeln sprechen sollten. Besonders Normen und Regeln, die für sie extrem interessant sind und spannend und gut ausgearbeitet sind. Was wir aber gelernt haben ist, und das hat Sabine tatsächlich sehr clever gemacht, indem sie mir einfach ein paar Normen in den Raum geworfen hat, von neuen Normen bis hin zu alten Normen, und mal abstimmen lassen hat, wer kennt die denn eigentlich? Und wir haben relativ schnell ja, festgestellt, dass die Kenntnis darüber vielleicht noch in dem einen oder anderen Bereich vorhanden ist, aber schon bei der Frage, wer arbeitet denn damit eigentlich, also wer hat die bei sich zu Hause auf dem Schreibtisch zu liegen und wendet sie auch regelmäßig an, da
wird es dann schon wieder schwierig und wir haben festgestellt oder zwei Probleme herausgearbeitet, nämlich wir haben einfach auf der einen Seite eine Masse an Dokumenten, die immer weitergeht, weil wir immer mehr tatsächlich ja wollen, dass geregelt wird. Einige Referenten, nicht in dieser Runde, aber auch in anderen Runden, haben gesagt, Leute, einfach mal machen. Wir werden dann mal schauen, wo es dann hingeht. Und gegebenenfalls kann auch so ein Gerichtsurteil nachher am Ende des Tages eine Regel darstellen. Wir brauchen mehr Mut. Aber bei den Massen an Dokumenten, was passiert denn, wenn etwas passiert und ich vielleicht für eine Veranstaltung 50, 100, 150 Normen beachten müsste, von denen vielleicht nur ein Prozentteil kenne und der Richter oder ein Gutachter zufälligerweise die Norm rausholt, die ich nicht beachtet habe und der Richter sagt, Moment mal, wir haben doch da einen Stand der Technik, eine Regel, und damit praktisch sein Urteil begründet. Sabine sprach noch von einem weiteren Problem, nämlich von dem Problem der DIN-Norm, dass die gar keinen niedrigschwelligen Zugang haben. Also, das heißt A, wie werden neue Normen überhaupt kommuniziert? Und B, jede Norm, die ich mir ziehen muss, kostet am Ende des Tages Geld, das ich praktisch der DIN bezahlen muss dafür. Und das ist tatsächlich ein Punkt, zu sagen, okay, ich muss aktiv werden, aber wir haben ja auch ganz andere Teilbereiche oder ganz andere Gremien, die Normen, die Regeln erstellen. Also muss ich anfangen, selber zu suchen als derjenige, der sie anwenden soll. Mir können, werden die nicht niedrigschwellig zur Verfügung gestellt, aber im Zweifel muss ich dann vor Gericht dafür haften. Wie schaffen wir das Wissen zusammenzutragen? Kurz zum Abschluss noch mal eine Diskussion. Schwierig war das Ergebnis, denn es gibt nicht diesen einen Verteiler. Das, was man machen muss, ist, man muss sich eben regelmäßig informieren und vielleicht noch besser in den entsprechenden Gremien mitarbeiten, damit am Ende des Tages auch vielleicht der Wissensstand deutlich erhöht wurde. Nach der Mittagspause dann die Diskussionsrunde, an der ich teilnehmen durfte, nämlich mit dem Titel Die neue DIN-Spec 77202, Professionalisierung des Veranstaltungsordnungsdienstes, Wunsch oder Wirklichkeit. Und in dieser Diskussion ging es eigentlich, und das war auch relativ schwierig auch zu diskutieren, die DIN-Spec ist ja ein Konstrukt, was in einem Konsortium heraus in, ja, ich sag mal, in geheimen Abstimmungen tatsächlich entwickelt wird. Nicht wie eine klassische DIN-Norm, die dann in die Bekanntgabe geht, in die Widerspruch, in den Einspruch, in die Diskussion geht und dann irgendwann verabschiedet wird, sondern das passiert tatsächlich, ich will es mal so sagen, im Hinterstübchen und es erfolgt dann ein Ergebnis. In dieser Diskussion, ja, haben wir letztendlich darüber diskutiert und gefragt, oder ich stelle mal meine Perspektive da, meine Fragen da und würde dann auf die Teilantworten vielleicht auch nochmal eingehen wollen. Also ich hatte eigentlich zwei konkrete Fragen. Nämlich die erste Frage war, warum brauche ich denn eine neue Norm? Warum brauche ich eine neue Norm, die ein Bereich, also für alle die, die sich damit nicht beschäftigen können, wir haben tatsächlich ein Problem oder ich sage mal so, die Veranstaltungsbranche sieht und die dort angeschlossenen Sicherheitsdienstleister sehen dort ein Problem, nämlich dass sie sagen, wir müssen zwischen Veranstaltungssicherheitsdienst, also 34a, Personal und Firmen unterscheiden und wir müssen unter dem Ordnungsdienst unterscheiden, nämlich der Ordnungsdienst, der keine Rolle spielt in der Bewachung. Und das Problem ist einfach, dass dieses Spannungsfeld dadurch aufgegangen ist, dass in der Versammlungsstättenverordnung der Begriff Ordner fällt oder zum Beispiel der Begriff Ordner fällt, aber nicht eindeutig definiert ist. Und dieses Spannungsfeld will man aufbrechen und egal welches Dokument man liegt, auch den Geschäftsplan, den könnt ihr euch bei der DIN runterladen, der ist öffentlich, da kann man reinschauen.
wird damit begründet, naja, wir müssen jetzt diese Lücke schließen. Und meine erste Frage war tatsächlich gewesen, die aus meiner Erinnerung heraus, aber da gibt es noch ein Video dazu, das werde ich dann hoffentlich auch veröffentlichen können, aber aus meiner Erinnerung heraus nicht beantwortet wurde, weil ich sage, eine Norm, und unabhängig jetzt der Abstufung DIN-Norm oder DIN-Spec-Norm, kann ein Rechtsproblem nicht lösen. Und meine zweite Anmerkung an dieser Stelle war gewesen, dass ich gesagt habe, naja Leute, wie sieht das denn aus der Kundenperspektive aus? Wir haben ein 34a, wir haben eine Bewachungsverordnung, wir haben eine allgemeine Durchführungsverordnung zur Anwendung des Paragraph 34a und der Bewachungsverordnung, wir haben DGUV 23 Vorschriften, wir haben Bewacherregisterverordnung, wir haben eine Versammlungsstättenverordnung, wir haben eine DIN 77200 übrigens, die ein eigenes, in Teil 2, ein eigenes Kapitel nur für den Veranstaltungssicherheitsdienst hat. Und dann kommt jetzt noch eine DIN-Spec, die keine Rechtswirkung im klassischen Sinne hat, sondern letztendlich dafür da ist, um ja der Branche was Gutes zu tun, würde ich mal behaupten, weil ich glaube, das ist meine provokante These daran, es steht über allem, dass ich eben nicht mein Personal erst schulen muss, Unterrichtung und dann Sachkundeprüfung, sondern ich die in einen 2- oder 3-Tageskurs nach DIN-Spec. Wie gesagt, die Inhalte sind geheim. November, März, irgendwie so in dem Dreh soll das rauskommen. Aber dass ich dann wahrscheinlich mein Personal, vor allem im Veranstaltungsdienst allgemein gesprochen, dass dort ja sich hauptsächlich aus Personen im Nebenjob, neben Tätigkeit, 450 Euro Kräfte etc. rekrutiert, dort möglichst schneller zum Einsatz bringen kann. Ja, wie gesagt, wir haben sehr, sehr, sehr nebulös tatsächlich diskutiert. Wir haben sehr nebulös auch gesprochen. Die Gegenargumente waren gewesen, naja, heute muss ich gar keinen Veranstaltungsordnungsdienst, wenn ich das durchgesetzt bekomme, gar keine Qualifikation haben, so hätte ich wenigstens eine. Diese Argumentation könnte ich tatsächlich mitgeben. Was für mich aber einfach nochmal deutlich war, war die Thematik, dass ich glaube, und der es vorgestellt hat, der Jörg Mokri, der ist ja stellvertretender Landesvorsitzender des BDS, der BDSW-Landesgruppe Sachsen, dass sich der BDSW sehr uneinig ist, und in einem Feedbackrunde mit ein paar Teilnehmern habe ich auch das zurückgespielt bekommen, in die Veranstaltungsbranche spielt in dem BDSW keine Rolle und muss ich jetzt natürlich versuchen, anderweitig Gehör zu verschaffen. Finde ich interessant. Ich finde es aber, wie gesagt, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, schwierig auch für den Kundenherrn, dass der Kunde am Ende des Tages hier ja eine Entscheidung treffen muss, wie er seine Ausschreibung machen muss und vielleicht auch überfordert ist. Sehr, sehr schade fand ich. Wir haben mehrfach das ins Publikum gegeben. Wir haben gesagt, hier sitzen noch Kunden, wie seht ihr das, wie bewertet ihr das? Leider keine Antwort gegeben darauf. Aber es war eine sehr, sehr, ich glaube, es war die hitzigste, aber dafür auch wirklich sachlichste Austausch. Wir sind partnerschaftlich nachher auseinandergegangen. Und das so soll es ja auch sein. Wir müssen uns ja irgendwie aneinander reiben. Ich hatte mir aufgeschrieben für die Podiumsdiskussion ein Argument, das ich leider aufgrund der Kürze der Zeit gar nicht anbringen konnte, das aber letztendlich dann in dem zweiten Teil, also nicht im zweiten Teil, sondern im nächsten Plenum dann tatsächlich besprochen wurde. Im Namen des Volkes hieß es also, mehrere Juristen, insgesamt 5 an der Zahl, konnten oder sollten, wollten Veranstaltungsfragen oder Fragen von Veranstaltern beantworten und hatten auch eigene Fälle mitgebracht. Und da ein erstes Urteil vom Amtsgericht Köln, das sehr eindeutig eine Regelung zwischen Veranstaltungsordnungsdienst und Veranstaltungssicherheitsdienst gezogen hat. Und das ist das, was ich so ein bisschen sagte. Meine Frage wäre gewesen, machen wir es uns eigentlich nicht kompliziert? Noch mehr Normen, noch mehr Themen, haben wir nicht eigentlich diese Lösung? Und das ist möglicherweise eine Lösung, dass wir nämlich ein Referenzurteil haben, auch wenn das nur lokal wirkt, aber in dem geklärt wurde, eine reine mechanische Tätigkeit, also auch diese rein mechanische Tätigkeit im Sinne von Bodychecks, Taschenkontrollen, ist eine Ordnertätigkeit und keine Sicherheitsdiensttätigkeit, sondern nur wer nach § 34a Gewerbeordnung dann auch das Hausrecht ausübt, das ist derjenige, der
auch dann die Bewachungsverordnung und die Anforderungen aus dem § 34a erfüllen lassen muss. In dieser ganzen Rechtsgeschichte, in dieser ganzen Rechtsfragerunde wurde nochmal deutlich für mich, dass wir in Deutschland momentan eigentlich auf dem amerikanischen Trend sind, nämlich wir brauchen für alles eine Regelung. Der Besucher, machen wir es auf den Besucher, aber ich glaube, das können wir auch wirklich auf die Gesellschaft allgemein beziehen, verdummt und braucht für jeden Schritt, für jede Tätigkeit ein Handbuch. Ihr erinnert euch vielleicht an dieser Stelle an die Diskussion, ich weiß es gar nicht, wann es gewesen war, aber auch allzu lange nicht her, wo einen Sommer lang alle Badeseen geschlossen waren, weil jemand erstritten hat ein Urteil, dass so dieser klassische Badesee, Badestelle im Wald an einem See nicht mehr, oder dass da eine Haftungsfrage entsteht, wenn die Kommune, der Landkreis, die Stadt sich nicht um Sicherheitsmaßnahmen kümmert. Und das gilt auch für alles andere. Also denkt zurück an das erste Thema, was ist eigentlich Sicherheit, an die Rampenthematik. Muss ich nicht vielleicht auch von einem gesunden Menschenverstand an der einen oder anderen Stelle ausgehen, dass ich nicht jetzt unbedingt möglichst schnell sprintend über ein nasses Metallstück laufe, muss ich vielleicht wenn ich mit dem Fahrrad beispielsweise über so einen Kabelkanal rüberfahre, sollte ich nicht vielleicht mit 30 km/h drüber fahren oder sollte ich vielleicht doch vorher abbremsen, gegebenenfalls schieben. Ja, dann war der zweite Veranstaltungstag und damit auch die Gesamtveranstaltung eigentlich zu Ende. Aber wir konnten natürlich die Veranstaltung nicht verlassen, ohne einen nochmal nach zurück und nach vorne zu schauen. Und Sabine hat in ihren letzten Worten auch nochmal ein wirklich sehr, sehr spannendes Themenfeld angesprochen, nämlich die Frage nach der mentalen Gesundheit, die vielleicht auch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten erheblich hinten runtergefallen ist. Wir als Berater und nicht nur als Berater in der Veranstaltungsbranche, sondern wir als Berater im Sinne von allen Beratern, aber eben auch Sicherheitsmitarbeiter, Veranstaltungsmitarbeiter hatten das große Privileg gehabt, trotzdem weiter arbeiten zu dürfen. Nicht alle natürlich, aber zumindest diejenigen, die auch einen überwiegend großen Anteil administrativer Tätigkeit haben. Und sind wir nicht in dieser Situation in ein Spannungsfeld gerutscht zwischen Kundenwunsch und die ständigen Fragen, ja, was wird denn? Ich möchte jetzt einen Weihnachtsmarkt planen, ich möchte eine Veranstaltung planen, was passiert denn da? Sag mir das. Versus fehlende Aussagefähigkeit, nämlich das Selbstverständnis, eigentlich helfen zu wollen, wie es uns allen als Berater geht, aber nicht helfen zu können, weil wir sagen können, ja, ich kann dir heute einen Stand geben, aber dieser Stand kann morgen schon wieder aufgrund einer neuen Corona-Verordnung, aufgrund einer neuen Lageerkenntnis veraltet sein. Und jetzt vor allem, und deshalb umso wichtiger der Blick nach vorne, haben wir die Anlaufzeit oder jetzt beginnen langsam die Veranstaltungen. Aber wir haben eigentlich auch gar keine Anlaufzeit, weil jeder sagt, okay, jetzt haben wir gerade ein Zeitfenster, wo wir was machen können, lasst es uns tun. Und selbst wenn wir einen Puffer haben, weil wir sagen, wir sind vorbereitet, wird uns dieser Puffer genommen, weil wir fehlende Ressourcen, fehlendes Personal, fehlende Technik haben. Wir gehen nicht ausgeschlafen in eine neue Saison und es droht die Gefahr und der Fall, sich selber an dieser Stelle zu verbrennen, weil wir massive Anfragen plötzlich bekommen für irgendwelche Regelungen, für irgendwelche Veranstaltungen, eigentlich wissen, dass wir das nicht umsetzen können, weil alle in derselben Suppe ihr Personal, ihre Ressourcen, ihre Technik rausziehen, aber wir selber eben mit diesem Helfergehen möglicherweise hier uns dann selber verbrennen, weil wir helfen wollen. Kurzes Resümee abschließend von mir an dieser Stelle zur Veranstaltung. Es war unglaublich spannend. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich hier auch Teil sein konnte dieser Diskussionsrunde, meinen Input einbringen konnte, der selbstverständlich deutlich kritischer ist als diejenigen von den Vertretern dreier Sicherheitsdienste beziehungsweise eines Verbands oder in Personalunion Verbandsvertreters. Aber dass man einfach mal diskutieren kann und
diese Lessons learned rauszieht, weil ich glaube, selbst wenn mein persönliches Tätigkeitsfeld nicht ist, die nächste Love Parade zu planen, aber dieses, was läuft schief in der Kommunikation, in dem Miteinander, in der Vernetzung, ich glaube, daraus können wir alle ganz, ganz gewaltig viel lernen und das auf unsere Fälle einbinden. Ich muss sagen, was mich viel, viel mehr gefreut hat, auch wenn ich tatsächlich ein wenig Sorge im Vorfeld hatte, wie ist das, wenn jetzt so viele Menschen aufeinandertreffen? Wie ist das, wenn man dann auch ohne Maske in einem Veranstaltungssaal sitzt, sich austauscht, Tagungsparty hat, gemeinsame Mittagessen in großen Speisesälen? Hat das mich unglaublich beflügelt und ich fand das wirklich extrem spannend, wieder mal mit anderen Leuten zu sitzen, zu quatschen, neue Leute kennenzulernen. Ich habe ganz, ganz spannende Personen, Experten in ihrem Tätigkeitsfeld kennengelernt, habe mich mit denen ausgetauscht, dieses Wissen darüber zu erweitern. Da ist vielleicht auch so ein bisschen die Themenstränge, die Panels in den Hintergrund getreten, aber ich fand das einfach schön, mal wieder wirklich dieses Gefühl dieser Normalität einer Veranstaltung, einer Messe, einer Tagung zu haben und das nicht online zu machen und dort den Netzwerkcharakter nicht erleben zu dürfen. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch dieser Podcast neue Einblicke gegeben hat, dann kann ich an dieser Stelle nur die unbezahlte Werbung dafür machen. Beschäftigt euch mit der EBIT GmbH, mit dem Veranstaltungsportfolio, mit dem Ausbildungsportfolio, mit dem Beratungsportfolio. Das ist eine unglaublich spannende Gesellschaft. Da ist ein unglaublicher Wissensschatz, der dort hinter steckt. Und wenn ihr nicht aus der Branche kommt, in die Branche kommen wollt oder sagt, ich bin in der Branche und möchte es erweitern, kann ich an dieser Stelle tatsächlich nur diese Empfehlung abgeben. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gerne Kommentare, Hinweise, Ergänzungen, Feedback, Teilen, was auch immer man mit so einem Podcast machen kann. Wir sind dann höchstwahrscheinlich ab nächster Woche wieder regulär oder mit einer regulären Folge live on air. Und von daher bleibt bis dahin gesund, bleibt sicher, haltet euch an Regeln, Abstände und whatever da drin ist. Und schaut mal, dass ihr mental gesund bleibt und nicht verbrennt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Florian.